beim Clean Baking ist es eigentlich genauso wie beim normalen herkömmlichen Backen auch. Es gibt einfache, schnelle Rezepte mit ganz normalen Zutaten. Es gibt aber auch schwere, kompliziertere Rezepte mit exotischeren Zutaten. Jeder kann sich das raussuchen, was er mag. Bei einigen Zutaten braucht man vielleicht ein bisschen Übung, Kokosmehl zum Beispiel, Mandelmehl. Aber wenn man sich da an erprobte Rezepte hält, wie in meinem Buch, oder bestimmte Tipps beachtet, dann ist es auch alles gar kein Problem. Und für den Einstieg gibt es auch ganz tolle Rezepte, die den herkömmlichen Rezepten sehr nahe kommen. Zum Beispiel eben mit Dinkel statt normalen Weißmehl, zum Beispiel mit Kokosöl statt Butter und mit Kokoszucker statt normalem weißen Zucker. Die verhalten sich nicht wirklich anders als normale Zutaten. Und das Ergebnis wird auf jeden Fall gelingen.